Sagen, also ich bin eine Schlange. Nein, das ist kein gutes Tier. Also Schlangen sind nicht gut. Also weil die sich häuten und so, dachte ich Schlange, weißt du, aber Schlangen sind weil man Snitches. Sagt so, genau, man sagt du Schlange und ich bin keine Schlange. Auf jeden Fall, Snitch. Genau, auf jeden Fall bin ich hier schön am Fan. Junge, das ist schon Action das bei dir. Das ist schon echt Action, das gefällt mir gar nicht. Ich kann jetzt nicht in die Sonne, das freut mich überhaupt nicht. Wenn ihr irgendwelche Tipps dagegen habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare reinhauen, weil ich will in die Sonne, ich will noch bräuner werden. Und komm hier nicht mit, ja, da macht doch Sonnencreme drauf, ja? Nächstes Mal, ich bin einfach an Sonnencreme drauf. Letztes Mal habe ich es vergessen, habe ich keinen Bock drauf gehabt, ja. Weil ich es eigentlich nie mache. Und dann immer, ich kriege immer Sonnenbrand. Also, was heißt immer, ich kriege eigentlich jedes Jahr Sonnenbrand. Also, nicht so ein starker Sonnenbrand, sondern Sonnenbrand. Ganz dezent. Ganz dezent rot, dann ist das zwei Tage rot und dann zack, bin ich schon braun. Aber wenn es pellt, ist natürlich unschön, weil das natürlich auch weiß wird. Also es wird dann nicht, es wird nicht weiß, aber es ist nervt einfach. Und es ist dann nicht so braun wie der Rest, ehrlich. Das ist einfach nicht so cool. Genau, und deswegen, ja. Das ist nicht gut. Wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und wir wollten jetzt einfach mal über unsere Sets kurz reden. Wie, was, wann, wo, warum, wieso, weshalb. Ganz genau, Freunde. Und zwar haben wir ja jetzt seit dieser Woche Cardio eingebaut. Nach jeder Einheit beziehungsweise... Seit letzter Woche. Du lügst wieder. Ehrlich, letzte Woche? Ja, gestern. Heute ist Montag. Ja. Toll. Lügner. Seit Sonntag haben wir Cardio eingebaut, um unser Training. Also am Beintag machen wir das so, dass wir vor dem Training 10 Minuten machen auf dem Laufband, nicht auf dem Stairmaster, weil Laufband einfach nicht so anstrengend ist. 10 Minuten, ungefähr 100 Kalorien. Und dann machen wir nach dem Training nochmal 250 Kalorien auf dem Stairmaster. Also wir gehen eher nach den Kalorien, die bei den Geräten angezeigt werden, weil das alles Live-Fitness-Geräte sind. Genau. Also wie gesagt, das sind nicht die Kalorien, die ihr verbrennt wahrscheinlich, aber es ist ein guter Richtwert, wie schon gestern gesagt. Genau. Und heute Morgen war ich, also wir haben uns jetzt, ohne Witz, ich habe mich anderthalb Wochen nicht mehr gewogen, weil wir erst in Berlin waren. Dann waren wir direkt in Grömitz. Dann habe ich mich heute das erste Mal wieder nach längerer Zeit gewogen und ich habe mir eigentlich gar nichts gedacht, aber dann habe ich mich gewogen und zack, 75,3 Kilo. Ich habe Arthur auch geschrieben, 75,3 Kilo, lol, weil ich das erste Mal so tief mit dem Gewicht bin. Also ich wollte ja eigentlich so lange diäten, bis ich bei 75 Kilo bin, Durchschnittsgewicht. Guck, wie lange das noch dauert. Kann ja sein, dass es nur heute so war, weil mein Wasser komplett raus ist wegen dem Cardio jetzt, weil ich so viel schwitze. Und dass ich morgen auf einmal 78 Kilo wiege, nein, natürlich nicht, aber dass ich natürlich mehr wiege und das Durchschnittsgewicht ein bisschen höher ist als 75,3. Genau, mein Gewicht war heute bei 76,7 Kilo, also auch relativ... Willst du auch mal jetzt wieder? Ja, klar, natürlich. Also auch relativ gering das Gewicht. Das Gewicht geht sehr gut runter jetzt mit dem Cardio, was wir eingebaut haben. Wir halten unsere Kalorien ungefähr gleich. Also dank Tag Cardio, Bro. Ja, und das läuft schon jetzt gut, Bro. Okay. Auf jeden Fall, würde ich sagen, läuft. Und ich bin jetzt weg. Ciao. So, natürlich wird das Dach aufgemacht bei diesem Wetter. Muss sein, Freunde, wenn die Sonne scheint, dann muss das doch aufgemacht werden. Fahrt zu Saskia dauert ungefähr immer so 20 bis 30 Minuten und deswegen habe ich es mir einfach zur Gewohnheit gemacht, auf der Fahrt nicht immer, also schon manchmal, nicht immer Musik zu hören. Klar, ich höre manchmal Musik auf der Fahrt, weil Musik einfach geil ist, man kriegt gute Laune. Aber ich möchte auf dieser Fahrt ein bisschen was Produktives machen. Deswegen ziehe ich mir oft Podcasts rein oder einfach Hörbücher. Billy hat mir jetzt gerade einen empfohlen, den hat er heute beim Cardio machen gehört. Das mache ich auch sehr gerne. Wenn wir Cardio machen, höre ich mir irgendwelche Podcasts an oder ich höre Hörbücher. Das ist sind eigentlich die beiden Sachen, die ich sehr gerne passiv mache. Und Willi hat mir diesen hier gerade empfohlen. Der von Gary Vee, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Der neueste. Und zwar ist der Titel des Podcasts Why You Need to Love Losing. Und ich würde sagen, ich sage euch Bescheid, wie ich den Podcast fand, wenn ich angekommen bin. Der dauert zwar nur 7 Minuten, aber danach höre ich Hörbuch oder so. Ich bin jetzt angekommen, habe mir das Ganze angehört. Ich habe erstmal den Podcast von Gary gehört. Gary Vee kennt ihr vielleicht. Also sehr, sehr guter, ja, wie nennt man ihn? Motivator, Entrepreneur. Also der macht... sehr viel auf jeden Fall. War ein sehr, sehr guter Podcast. Und dann habe ich ein Hörbuch gehört, beziehungsweise bin gerade am Hören. Und zwar das Hörbuch 48 Gesetze der Macht.
bis jetzt sehr interessant. Ein paar Sachen, die ich eigentlich bis jetzt nicht anwenden kann, beziehungsweise bei denen ich nicht so der gleichen Meinung bin. Also man sollte nicht immer Bücher lesen oder Bücher hören, je nachdem, wie man es macht. Und alles, was man liest, jetzt genauso anwenden. Alles, was man liest, für voll nehmen und alles, was in einem Buch steht, ist richtig. Man sollte, finde ich, kritisch an sowas rangehen. Und da sind ein paar Sachen, die mir bis jetzt nicht so gefallen. Aber ich höre mir das Buch natürlich bis zum Ende an, weil macht ja keinen Sinn, jetzt 2 Kapitel oder so, 3 Kapitel zu hören und dann direkt zu sagen, ciao, ist nicht gut. Deswegen geht's jetzt eben rein, dann hole ich Saskia ab und dann fahren wir einkaufen. Wir wissen immer noch nicht, was wir holen wollen. Wir wollen irgendwas kochen, aber wissen noch nicht was. Deswegen jetzt erstmal besprechen. Wir sind jetzt auf jeden Fall erstmal im Edeka und laufen ein bisschen rum, gucken, was wir wollen. Wir wissen beide noch gar nichts, weil wir gerade beide gar keinen Hunger haben, aber wir werden natürlich später Hunger haben und wollen den Einkauf jetzt schon mal machen, damit wir später nicht mehr los müssen. Deswegen gucken wir gerade so ein bisschen rum, was wir holen, aber ihr werdet gleich sehen, was wir wollen. Saskia, du weißt auch noch nicht, ne? Ich würde sagen, wir laufen ein bisschen rum und schauen mal, ne? Ja. Ja, so ein bisschen hier rumschauen, ne? Tee möchte ich nehmen. Tee, aber das ist ja nicht zu essen. Ja, ich möchte trotzdem mal. Na gut. Wie man sieht, sind wir jetzt nicht mehr einkaufen, sondern wir sind im Garten. Also wir waren gerade da, Saskia hat Tee mitgenommen und wir sind einfach wieder gefahren, weil... Warum? Warum sind wir wieder gefahren? Gegangen? Weil wir nicht wissen, was wir essen sollen. Genau, deswegen sind wir jetzt im Garten, chillen ein bisschen und gehen später vielleicht wieder los, wenn wir endlich wissen, was wir wollen. Also jetzt erstmal ein bisschen in der Sonne rumliegen. Noch ein paar Stunden chillen, beziehungsweise, ja, wie lange waren wir jetzt hier, Saskia? Schon eine Stunde locker, ne? Ungefähr. Ja. Ja, ne? Auf jeden Fall ist uns jetzt was eingefallen und zwar, wir gehen jetzt erstmal wieder einkaufen. Bevor ihr das Essen seht, seht ihr jetzt erstmal eine kleine süße Katze. Hallo. Hallo, ja. Hallo. 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 Saskia, was gibt's hier zu essen? Gurke. Was machen wir uns? Wir machen uns gleich Sushi, Freunde, deswegen kaufen wir jetzt erstmal wieder ein. Natürlich braucht man dafür Gurken und den Rest packe ich jetzt auch zusammen. Wir waren jetzt im Edeka, aber die haben nicht diese Algenblätter, die man eigentlich unbedingt braucht, um Sushi zu machen. Deswegen sind wir jetzt erstmal beim Netto. Hier nehmen wir direkt ein Aldi. Wir checken beides ab. Ich hoffe, die haben da irgendwas, was man benutzen kann. Beziehungsweise ich hoffe, die haben die Algenblätter. Aber schauen wir mal. Die hatten jetzt hier nichts. Deswegen geht es jetzt direkt in Aldi. Und wenn wir nichts finden, Schatz, dann müssen wir Speed-Denking machen, weil wir wollen natürlich irgendwas essen und wenn es nicht Sushi wird, dann muss natürlich irgendwas anderes werden. Aber ich bin optimistisch. Okay, wir haben jetzt noch Lachs geholt, dann haben wir hier diese Garnelen geholt, weil wir machen jetzt einfach ohne diese Blätter weiter. Es gibt ja auch Sushi ohne diese komischen Blätter, diese Algenblätter. Deswegen machen wir das jetzt einfach ohne, versuchen es Hauptsache. Ich bin hier gerade am Zubereiten von dem Sushi, also man braucht ja eigentlich diese Blätter, womit man das alles zusammenrollt, aber die haben wir jetzt nirgendwo gefunden und deswegen werde ich jetzt einfach nur Nigiri machen, dass diese kleinen Sushi-Stäbe quasi, diese, ja, ich blende es ein, die werde ich jetzt einfach machen. Ich mache gerade den Reis fertig. Wir hatten auch keinen Sushi-Reis, sondern einfach Jasmin-Reis. Ich mache den jetzt auf jeden Fall fertig und dann zeige ich euch gleich, wie Sushi aussehen werden, nachdem ich die, ja, sag mal, Freestyle gemacht habe. Also es wurde jetzt nochmal was komplett anderes als gedacht. Ich habe einfach irgendwie alles zusammengewürfelt, irgendwie zusammengepappt. Auf jeden Fall, ich denke, es wird besser schmecken, als es aussieht. Okay, es sieht gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall haben wir erstmal, ja, also, was ist das? Auf jeden Fall habe ich versucht, das irgendwie zusammenzupappen, habe da noch was draufgelegt. Ich denke, es wird gut schmecken. Und ich würde sagen, ich probiere das Ganze mal. Schau mal, wie es schmeckt. Ich werde es auch am Anfang versuchen, mit Stäbchen zu essen. Ich denke nicht, dass das klappt, aber versuche ich mal. So ein bisschen Sojasauce drauf hier. Looking lowly, they all left you feeling lonely. Close them eyes and don't you worry. Ohne Witz, schmeckt. Hätte ich nicht gedacht. Oh, nice. Also geschmacklich ist das schon nice. Nächstes Mal wird es besser aussehen. Dann werde ich euch auch zeigen, wie genau man das macht. Also ich weiß eigentlich, wie man das macht, aber ich hatte halt nicht die Zutaten. Hier noch ein Radler dazu, alkoholfrei. Und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt. Dann geht es schon für mich ins Bett. Und ja, wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann schreibt gerne einen Kommentar.
was ihr noch sehen wollt in der Sommerschwert-Serie. Die wird jetzt noch ein bisschen gehen, nicht mehr lange, aber deswegen schreibt einfach in die Kommentare, falls ihr noch irgendwas sehen wollt. Könnt gerne ein Like da lassen, wird uns auch extrem freuen. Und natürlich könnt ihr ein Abo da lassen, wenn ihr bis jetzt geguckt habt. Hilft unserem Kanal einfach beim Wachsen und wir wären euch extrem dankbar. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.